Ich habe nie Antisemitismus erlebt in meiner gesamten Schulzeit. Wir waren ganz einfach Teil der Klassengemeinschaft. Warum erwähne ich das? Weil ich dann in Israel merkte, verkürzt und pauschal gesagt, wie deutsch ich war. Also das Judentum von Juden heute ist Judentum à la carte. Ich bin koscher, aber ich esse nicht koscher. Ich sag's ohne jede Ironie und auch ohne Koketterie. Ich bin wirklich ein Jesus-Jude. Ich verehre die jesuanische Botschaft. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Mittag habe ich Ludwig Spänle, den Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung im Deutschlandfunk, gehört. Er sagte, die Erwachsenenbildung müsse unbedingt mehr Wissen über jüdisches Leben vermitteln. Und zwar auch, aber eben nicht nur unter dem Aspekt des Antisemitismus. Und da kann ich jetzt heute Abend, wenige Stunden später, eigentlich nur Vollzug melden. Wird gemacht, Herr Spänle. Genau dafür sind wir heute Abend zusammengekommen. Und ich begrüße Sie deshalb ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Jüdische Identitäten haben wir den Abend überschrieben. Und dieser Titel ist mit Bedacht gewählt. Unter diesem Titel steht nicht nur der heutige Abend, sondern wir planen eine Reihe von mehreren Abenden und wir wollen darin Persönlichkeiten des jüdischen Lebens nach ihrer Identität befragen. Wie erleben und wie reflektieren Sie Ihr Judesein, Ihr Jüdinsein in Deutschland? Wie verhält sich diese religiöse Identität dazu, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Welche Veränderungen in dieser Identität sehen diese Menschen, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf sich und auf das Judentum zukommen? Ganz aktuell natürlich, aber auch mit Blick auf künftige Generationen. Wir haben das Wort bewusst in den Plural gesetzt, Identitäten, weil wir vermuten, dass es viele unterschiedliche Antworten auf diese Fragen gibt. Und wir wollen vor allen Dingen zuhören, damit wir uns dann aus den Splittern, die wir dabei wahrnehmen dürfen, ein Gesamtbild oder vielleicht besser so ein Muster wie in einem Kaleidoskop zusammensetzen können. Dazu begrüße ich Herrn Professor Dr. Michael Wolfson und ich freue mich sehr, dass wir gerade mit ihm diese Reihe eröffnen dürfen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir gerade mit Ihnen diese Reihe eröffnen dürfen, denn er ist eine Persönlichkeit, die in kein Raster passt, sondern immer wieder mit seinen originellen Deutungen überrascht und gerne auch mal die Erwartungen bricht. Vielleicht kann man fast sagen, er trägt bereits in sich selbst eine mehrschichtige jüdische Identität und kann uns deshalb vielleicht besonders gut helfen, das Thema zu sortieren und erste Differenzierungen vorzunehmen. Danke, lieber Herr Wolfson, dass Sie da sind. Sein neuestes Buch, Eine andere jüdische Weltgeschichte, werden wir heute Abend nicht im Sinne einer Buchvorstellung abarbeiten, aber es wird doch immer so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen. Sie können dieses Buch nachher draußen am Büchertisch erwerben und ich bin ziemlich sicher, dass Herr Professor Wolfson sich wünschen, es zu signieren, nicht verweigern würde, wenn Sie ihn danach fragen. Sein alleraktuellstes Buch, Nie wieder, schon wieder, über alten und neuen Antisemitismus, erscheint übermorgen, haben wir vom Verlag erfahren. Dafür sind wir also zwei Tage zu früh. Da haben wir Flyer ausliegen, die können Sie sich mitnehmen. Und bis das Video fertig ist, können wir vielleicht das dazu auch einblenden. Ja, aber jetzt sind wir erst einmal live beisammen und ich begrüße ganz herzlich weit über 200 Menschen hier bei uns im Saal in Altschwabing, die hergekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele jetzt im Stream sind. Oft sind es etwa nochmal so viele, die inzwischen sich vom Sofa aus zuschauen. Ihnen allen an den Bildschirmen und Endgeräten zu Hause, aber auch vor allen Dingen hier im Saal herzlich willkommen. Ja, und damit begrüße ich jetzt ganz besonders herzlich meinen geschätzten Kollegen von unserer evangelisch-bayerischen Schwesterakademie in Tutzing, Herrn Direktor Udo Hahn. Ich bin ausgesprochen erfreut und tief dankbar, dass unsere beiden Häuser seit Generationen, kann man inzwischen sagen, in trauter ökumenischer Verbundenheit zusammenarbeiten und dass wir beide jetzt auch diese Veranstaltung gemeinsam geplant und vorbereitet haben und jetzt auch den Abend gemeinsam moderieren werden. Und damit übergebe ich zunächst einmal an Sie, lieber Herr Hahn. Vielen Dank, lieber Herr Budde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen und willkommen heißen.
zu unserer gemeinsamen Tagung. Es ist auch mir immer eine große Freude, wenn wir, und ich verbinde meine Begrüßung gleich mit einem Dank auch an Sie, Herr Budde, und an Frau Schilling, wenn wir gemeinsam über Tagungen und Themen sinnieren und was uns dann gemeinsam gelingt. Was wollen wir mit den Ökumene-Tagungen? Das ist die große Tradition in beiden Häusern, darf in keinem Jahresprogramm fehlen. Wir wollen einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten in ökumenischen Themen, zu ökumenischen Themen, aber natürlich auch, wenn es um etwa den interreligiösen Dialog geht. Das Thema heute Abend, darüber haben wir vor einem Jahr, als Ihr Buch, Herr Professor Wolfson, erschien, uns Gedanken gemacht. Und dass es so aktuell sein würde, diese Thematik, damit konnten wir nicht rechnen, aber ich glaube, beide Akademien haben auch immer die Hand am Puls des Zeitgeschehens, dass die Tagesaktualität oft unterstreicht, was wir schon monatelang im Voraus planten. Wir beide kennen uns seit Anfang der 1990er Jahre, als ich beim Rheinischen Merkur-Redakteur war und Sie geschätzter Autor und Gastkolumnist. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Standbein oder das Spielbein von Professor Michael Wolfson, Historiker bis zu seiner Emeritierung, Professor für neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr hier in München und eben auch meinungsstarker Autor, wenn es darum geht, ja auch die Hand am Puls des Zeitgeschehens zu haben und zu diagnostizieren. Wir werden heute Abend sicher das eine oder andere auch aufgreifen und auch wenn Ihr neuestes Buch noch nicht erschienen ist, so habe ich doch im Flyer eine Bemerkung entdeckt, der draußen ausliegt, die mich zu einer Frage dann führen wird, wie Sie das, was da steht, gemeint haben. Nun gebe ich das Wort zurück an Achim Budde, der die erste Runde mit Ihnen startet. Ja, vielen Dank. Wir haben uns vier Themenblöcke vorher überlegt. Den ersten und den vierten werde ich führen und den mittleren beiden Udo Hahn. Wir werden uns aber auch gegenseitig und auch Ihnen ins Wort fallen, wenn wir meinen, dass das angesagt ist. Das erste ist so für mich so ein bisschen die Frage Ihrer Identität zwischen Deutschland und Israel. Ich hole dafür ein bisschen aus und beginne biografisch mit einem Geständnis. Ich bin ein alter Fan von Ihnen. Als Sie mit Herrn Hahn schon in Kontakt hatten, wussten Sie von mir noch gar nichts. Aber ich habe mir damals mit 18 oder 19, wir haben damals Israelreisen gemacht von der Kirchengemeinde aus, haben die lange vorbereitet, über Monate, fast ein Jahr hinweg mit Referaten und allem, habe ich mir ihr Buch Ewige Schuld gekauft. Das hat damals natürlich so ein bisschen öffentlich Furore gemacht, das haben auch wir Jugendliche mitbekommen, weil sich da jetzt so ein junger Prof von der Bundeswehr-Uni München zu Wort meldete, der als Jude sehr versöhnliche und sehr hoffnungsvolle Töne anschlug, so ein bisschen für eine Entkrampfung in den jüdisch-deutsch-israelischen Beziehungen warb und der selbst, vollkommen unorthodox, sage ich mal, von Israel, wo sie noch zur Schule gegangen sind, wo sie geboren sind, nach Deutschland ausgewandert war, also gerade umgekehrt, als das ja die normale Reihenfolge ist, die man so im Kopf hat. Sie waren weiterhin Israeli zunächst und haben dort auch den Wehrdienst geleistet und das Abitur dort nachgeholt. Sie haben aber später, im Jahr 1984, das habe ich damals gar nicht mitbekommen, Ihren israelischen Pass, die zweite Staatsbürgerschaft, abgegeben. Das führt mich zu einem jetzt persönlich-biografischen Zugang Ihrerseits zu diesem Thema. Für mich bedeutet das im Lichte des heutigen Abends, Sie waren zunächst biografisch in beiden Ländern verankert, zu Hause. Sie haben sich mit beiden Judentümern, dem im Land und dem in der Diaspora, identifiziert. Und Sie haben dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Ihr Jude sein nicht im Land Israel, sondern in der Diaspora ausleben zu wollen, hier bei uns in Deutschland. Ein großes Glück für uns. Aber ich frage mich tatsächlich, was hat damals dazu geführt, dass Ihre Identität als Jude in Deutschland für Sie dominanter wurde als die Beheimatung in Israel? Das muss ja ein innerer Weg in Ihnen zu dieser Entscheidung geführt haben. Der würde mich interessieren. Ja, also zunächst einmal Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mein erster und heftigster Wunsch, eine gemeinsame Tagung, Besprechung, wie auch immer, zwischen und in der entweder katholischen oder evangelischen Akademie zu gestalten mit Ihnen, weil ich diese beiden Foren außerordentlich schätze. Hier kann man wirklich mal, herrschaftsfrei diskutieren. So, ich will aber Ihre Frage ganz konkret beantworten. Die ist biografisch zu beantworten. Ich bin in Israel geboren, kam im Alter von 7 Jahren
nach West-Berlin, fühlte mich da pudelwohl, wuchs da auf, erlebte nie Antisemitismus. Wohlgemerkt, 1954 sind wir nach Deutschland gekommen. Warum sind wir nach Deutschland gekommen? Wir, das heißt also, ich wurde mitgeschleppt. Mein Großeltern väterlicherseits bereits 1949 und meine Eltern 1954. Warum? Die Antwort ist ganz einfach und ich muss ein bisschen ausholen, weil das dadurch erst klar wird. Mein Großvater väterlicherseits war ein sehr vermögender Mann und vermögenden und anderen Juden wurde alles genommen, was sie hatten. Und mein Großvater war, von dem habe ich es wahrscheinlich geerbt, ein sehr dickköpfiger Mann und beschloss, dass das, was ihm geraubt worden ist, von den Nationalsozialisten ihm auch zurückzugeben wäre, lange bevor die Rückerstattungs-, Entschädigungs- und anderen Gesetze verabschiedet wurden. Da das von Israel nicht möglich war, ist er ganz pragmatisch nach Deutschland zurück. Erlebte dann das, was jeder weiß aus der bundesdeutschen Justizgeschichte, Kontinuität der Richter, also braune Justiz. Das ist der eine Punkt. Der andere, der selten gewusst, geschweige denn auch dann gesagt wird, dass diese braune Justiz eine Rückendeckung von Seiten der Westalliierten, vor allem der USA, hatte. Denn ab 1950, Beginn des Koreakrieges, brauchte die westliche Allianz deutsche Soldaten in der Mitte Europas, weil die amerikanischen abgezogen worden waren nach Korea. Und Wiederaufrüstung kostete Geld, Wiedergutmachung hätte auch Geld gekostet. Also bekam dann die deutsche Justiz und Politik grünes Licht von den Alliierten, macht mal langsam mit der Rückgabe. Daran ist mein Großvater zerschellt und bat meinen Vater und meine Mutter nach Deutschland zu kommen und Klein Michael natürlich dann auch dabei. Und Klein Michael fühlte sich sauwohl. Ich habe nie Antisemitismus erlebt in meiner gesamten Schulzeit. Nun kann man sagen, West-Berlin war damals tatsächlich sehr progressiv. Es war nicht so verlottert wie heute Gesamt-Berlin. Und insofern bin ich ganz natürlich in diese deutsche Nachkriegsgesellschaft hineingewachsen. Noch absurder historisch. In meiner Grundschulklasse waren 30 Kinder. Von denen waren 10 jüdisch. Das heißt, für mich war ganz natürlich, dass ein großer Anteil von Kindern jüdisch war. Absurd historisch und soziologisch, demografisch überhaupt nicht repräsentativ. Aber wir waren ganz einfach Teil der Klassengemeinschaft und dann der nicht-jüdisch-deutschen Gemeinschaft. Und wir haben uns auch nicht defensiv verhalten, vor allem nicht meine Eltern. Als ich zum ersten Mal geschlagen wurde, das war so die Übergangszeit, wo man nicht mehr ohrfeigen durfte an deutschen Schulen, bin ich geohrfeigt worden. Was machte meine Frau Mama? Die war am nächsten Tag beim Direktor und tat ihm kund, wir sind nicht aus Israel nach Deutschland zurückgekommen, dass ich meinen Sohn hier schlagen lasse. Punkt. Also kurzum, auf Augenhöhe. So, und dann war natürlich immer klar, woher wir kamen, aber Deutsch war schon in Israel meine Muttersprache, denn meine Eltern und Großeltern, die haben also Hebräisch gesprochen, wie dieses Glas hier. Aber es war immer diese doppelte Welt. Ich habe Hebräisch weitergelernt, wir gingen in die Synagoge, nicht sehr oft, aber zu den Feiertagen. Und als ich dann 20 war, Vordiplom hatte, nach israelischem Gesetz wehrpflichtig war, war natürlich auch die Entscheidung zu treffen, wo willst du denn hin sein? Denn auch ich kann dich nicht körperlich spalten. Und das wollte ich klären, nicht theoretisch, sondern an Ort und Stelle. Wie es mir in Deutschland ergangen ist, habe ich gewusst. Israel wollte ich klären, erst recht nach dem Sechstagekrieg von 1967. Sie haben 67 im Wehrdienst begonnen, also ja, in der frisch eroberten Westbank. Ich habe gewonnen. Ja, ich war einer der ersten Besatzer. Das war eine wichtige, wichtige Erfahrung, weil ich gesehen habe, auf der einen Seite hat sich die Mehrheit der Israelis damals als Befreier auch des Westjordanlandes verstanden. Und als ich die Mimik der Palästinenser in den palästinensischen Städten sah, fand ich, dass die nicht so befreit aussahen. Also das heißt, man hat dann schon natürlich Rückschlüsse ziehen können daraus.
Warum erwähne ich das? Weil ich dann in Israel merkte, verkürzt und pauschal gesagt, wie deutsch ich war. Das Israel Philharmonic Orchestra ist ein fantastisches Orchester, aber die Berliner Philharmoniker fand ich besser. Das Kammertheater Tel Aviv ist ein sehr gutes Theater, auch schon damals gewesen, aber die Schaubühnen am Hallischen Ufer, damals ein ganz linkes Theater, fand ich besser. Also lange Rede, kurzer Sinn, so. Mhm. Und da merkte ich, dass ich historisch eigentlich widersinnig und unerlaubt ein anderes Ego entwickelt hatte als das, was programmiert scheint. So, und dann kam ich zurück. War das quasi nur motiviert durch dieses positive Gefühl, so deutsch bin ich, oder war es schon auch so, dass die Erfahrungen in Israel gerade, Sie dachten als einer der ersten Besatzer in der Westbank, dass Sie das negativ empfunden haben? Also mit der Rückgabe des Passes 84 sind Sie ja auch letztlich aus der Armee ausgeschieden. Spielte das eine Rolle? Oder vielleicht können Sie da, also Udo Hahn wird nachher nochmal über den 7. Oktober und die aktuelle Eskalation des Nahostkonflikts vertiefend fragen, aber vielleicht ist das kein falscher Zwischenschritt, nochmal da vorne zu bleiben. Also dass man sich damals über den Sieg freute, ist ja klar, aber die Frage, was ist mit diesem Land? Ist das, werden wir das behalten? Wollen wir das? Also wie haben Sie diese Diskussionen und diese Situation in den ersten Jahren wahrgenommen? War das positiv oder hat das vielleicht auch einen negativen Einfluss gehabt auf Ihre Entscheidung? Das war nicht das Entscheidende. Also ich lebe jedenfalls nicht von der Ideologie alleine. Weder von was immer jüdische Ideologie oder Identität wäre, noch was deutsche Identität wäre, sondern ganz pragmatisch, wo ist die Umgebung, die Umwelt mir angepasster oder ich der Umwelt angepasster im kulturellen, im intellektuellen, im emotionalen Sinne auch. Israel ist eine hochgebildete Gesellschaft, zumindest in den Kreisen, in denen ich dort verkehrte, ebenso wie hier, also austauschbar sozusagen Bildungsbourgeoisie. Die ist im Grunde genommen ähnlich, aber trotz der Ähnlichkeiten gibt es Unterschiede und die merkt man ganz einfach. Und wenn man sich sozusagen von der eigenen Ideologie emanzipiert, also eine Art von Autoemanzipation durchführt und nicht nachläuft, nicht Mitläufer ist, und ich habe in der Schule, wie alle Abiturienten, irgendwann mal Kant gelesen, was ist Aufklärung, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sodass ich versucht habe, meinen eigenen Grips, sofern vorhanden, zu aktivieren und auch die Gefühlswelt, und das zur Deckung bringend war dann die Antwort Deutschland. Dass die Westjordanland-Perspektive im Sinne einer Besatzung auf Dauer nicht friedlich sein könnte, war eigentlich relativ vollkommen klar, wenn man schon 1967 durch die Gebiete ging, aber auch die Bemühungen der israelischen Regierung, die durchaus ernst gemeint waren im Sinne von humaner, aufgeklärter Besatzung. Besatzung ist Besatzung, Punkt. Aber das war nicht das Entscheidende, nein. Die Definition des Judentums oszilliert zwischen ethnischen und religiösen Dimensionen. Das dröseln Sie auch in Ihrem Buch ja auf vielen, vielen Seiten auf. Das ist für Menschen, für Katholiken wie mich, relativ einfach zu unterscheiden zwischen meiner Staatsbürgerschaft auf der einen Seite, Zugehörigkeit zur deutschen Kulturnation, sag ich mal, und auf der anderen Seite meiner Religiosität. Da bin ich halt Mitglied in der Kirche. Im Judentum ist das ja so eine, es hat es ja beide Dimensionen. Man wird hineingeboren, wie in ein Volk, aber trotzdem ist es mit einem Bekenntnis, einem Glauben verbunden. Wie findet das bei Ihnen die Waage? Also wie definieren Sie das für sich? Das ist ja, wahrscheinlich muss man sich da entscheiden oder bleibt das einfach in der Schwebe oder wie gehen Sie damit um? Also Judentum von Juden heute ist Judentum à la carte. Jeder selber, es gibt ja andere, die Urheber werden verschieden genannt. Wer Jude ist, bestimme ich, oder umgekehrt. Also das ist die klassische Definition des Antisemiten. Aber man kann das auch umkehren und sagen, ich als Jude bestimme, was bei mir jüdisch ist. Punkt. So, und die Orthodoxen sehen das natürlich anders. Die sehen das rein formalistisch. Aber jenseits der subjektiven Definition gibt es objektive Faktoren, in die man hineingeschleudert wird qua Geburt.
Tatsache ist, dass wenn man als Jude geboren ist und in einer wie auch immer quantitativ und qualitativ bestimmt jüdischen Welt, ist man Teil einer Gemeinschaft, die auch von außen als anders oder zumindest als jüdisch, whatever that may be, wahrgenommen wird. Das heißt, ob man es will oder nicht, man muss sich selber platzieren, wo bestimme ich mein individuelles Judentum. Hinzu kommt, dass das jüdische Selbstverständnis rein terminologisch nicht alleine religiös ist, sondern es heißt am Israel, Volk Israel, wörtlich übersetzt. Nächster Punkt, das erwähne ich ausführlich auch in dem Buch, man nennt das Archäogenetik, das heißt also eine archäologische Forschung der Genetik eines Volkes, das kann man mit heutiger Genetik machen, hat festgestellt, dass es sehr viele genetische Gemeinsamkeiten von Gemeinschaften ganz überhaupt gibt. Also der Eskimo ist weniger verwandt mit dem Palästinenser oder dem Juden als mit den Indianern bekanntlich, weil das ja und so weiter. So, und das kann man feststellen, und das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun, sondern das ist eine Feststellung. So, und diejenigen, die als Juden geboren worden sind und ursprünglich in Palästina mehrheitlich lebten, sind, das weiß jeder, über die ganze Welt verstreut worden. Und das Schicksal der Juden, wo immer sie waren, war, und das ist sozusagen mein Leitmotiv dieser anderen jüdischen Weltgeschichte, heißt Existenz auf Widerruf. Das heißt, man war immer in der Defensive, man ist fast immer verfolgt worden. Und das hat auch, wie man psychogenetisch festgestellt hat, zu größerer Häufigkeit von mentalen Erkrankungen bei Juden geführt, nicht zuletzt und vor allem bei Paranoia. Also selbstironisch sagen viele Juden, wir sind Meschugge, stimmt auch, würde ich auch für mich beanspruchen, aber wir kokettieren so damit. Aber jenseits des Kokettierens ist da tatsächlich auch im Sinne eines Krankheitsbildes sozusagen auch genetisch übertragen, das habe ich mir angelesen, die moderne Genetik auch festgestellt, solche Traumata sind genetisch übertragbar. Und daher sind wir eine neurotische Gemeinschaft. Und was wählen Sie aus der Karte, wenn Sie sagen à la carte? Also was ist für Sie das? Ich bin auch natürlich ein Plemplem ein bisschen, natürlich. Und die Hartnäckigkeit, die Gradlinigkeit im Formulieren, wenn Sie zum Beispiel mit Israelis miteinander reden, das ist eine bestimmte Gesprächskultur, die ist sehr hart. Auch innerjüdische Auseinandersetzungen in der Diaspora sind knallhart, also ohne Details der hiesigen jüdischen Gemeinde. Sie waren ja an einigen beteiligt. Ja, genau. Also von wegen Einheitsfront, jüdische Einheitsfront, forget about it. Jüdische Kämpfe sind regelrechte jüdische Kriege. Das hat Flavius Josephus, der von uns ja auch abgefallen ist, sagen manche, ich halte ihn für einen klugen Mann. Innerjüdische Kämpfe gab es immer. Und die gibt es immer. Die sind natürlich auch wahnsinnig nervenaufreibend, weil man sozusagen innerfamiliärer Konflikt ist. Mit außerfamiliären Mitgliedern kann man viel leichter und entspannter streiten. Das geht nicht so unter die Haut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, es gibt viele Faktoren additiv, die objektiv beschreibbar sind für das, was jüdisch ist. Dann ist der eine religiös. Aber auch bei den Religiösen gibt es verschiedene, orthodox, konservativ, liberal und. Ja, vielen Dank bis dahin mal. Ich würde sagen, damit ist der erste Block soweit mal abgehandelt. Es passt der dritte fast besser als der zweite, aber Sie wissen, wie Sie anknüpfen wollen an das, was Sie sich vorbereitet haben. Naja, wir bleiben beim Thema der Identitäten und haben ja jetzt schon wahrgenommen, dass Identität auch durch äußere Umstände geprägt wird, wenn Sie von Existenz auf Widerruf sprechen. Und es führt eigentlich jetzt aus der Aktualität direkt zum 7. Oktober, der Überfall von Terroristen der Hamas auf Israel, das Massaker an mehr als 1200 Menschen. Viele befinden sich noch als Geiseln bei der Hamas. Es ist
der erste große Mord, Massenmord seit der Shoah. Und wenn man den Bogen zur Shoah spannt, das ist ja auch Teil jüdischer Identität. Und ich frage Sie jetzt als Historiker, was bedeutet der 7. Oktober für jüdische Identität? Eine Bestätigung der traditionell jüdischen Wahrnehmung und daraus abgeleitet der jüdischen Identität. Lange vor dem Holocaust wurde bekanntlich die Pesach Haggadah im frühen Mittelalter, dann sukzessive bis ins Hochmittelalter geschrieben. Die Haggadah ist sozusagen der Almanach, der am ersten Pesachabend im Seder, am Sederabend vorgetragen wird, besteht aus Bibelzitaten, aus Zitaten aus dem Talmud, aus Liedern, immer sehr pädagogisch, denn bei uns muss immer gelernt werden. Also wenn man nicht lernt, oder lernen und arbeiten, das ist sozusagen die jüdische Ethik schlechthin, wenn es so etwas wie jüdische Ethik als Spezifikum gibt. So. Und da gibt es einen kennzeichnenden Satz, der in seiner Kürze die jüdische Welt sich zusammenfasst. Und der heißt, ich übersetze wörtlich, man wollte uns nicht nur uns, also uns Juden, nicht nur einmal vernichten, sondern in jeder Generation versucht man immer wieder, also die Nichtjuden, uns zu vernichten. Und das ist lange vor dem Holocaust die jüdische Wahrnehmung gewesen. Und wenn Sie jüdische Geschichte durchgehen, und das habe ich eben im Zusammenhang mit der Niederschrift und Vorbereitung dieses Buches gemacht, ich habe auch mal gedacht, wir akzentuieren zu stark die ständige Verfolgung von Juden in der jüdischen Geschichte. Aber es ist wirklich die Regel. Und zwar sowohl in der christlichen Welt als auch in der islamischen Welt. Und unter anderen Vorzeichen auch in der Antike, als es weder ein Christentum noch einen Islam gegeben hat. Und das macht sich, jetzt sind wir wieder bei der archäologischen Genetik, das ist übertragbar. Und erst recht, wenn die jüngste Katastrophe relativ kurz zurückliegt in historischer Dimension. Daher die erste Antwort, Herr Hahn. So gesehen ist der 7. Oktober 23 Teil eines historischen Kontinuums jüdischer Geschichte. Der jeweilige argumentative, begriffliche Bezugspunkt ist natürlich immer der jüngste Bezugspunkt, in dem Fall der Holocaust. Insofern ist natürlich der Vergleich 6 Millionen Holocaust-Opfer und 1200, so schlimm diese 1200 sind, weder historisch noch in der quantitativen Dimension vergleichbar. Aber es ist die Assoziation und es ist die Bestätigung, in jeder Generation versucht man uns zu ermorden. Und das ist nicht nur am 7. Oktober so gewesen, sondern das war auch nach der Staatsgründung oder unmittelbar vor der Staatsgründung, 29. November 1947, UNO-Vollversammlung, Teilungsbeschluss, das britische Mandatsgebiet, sprich faktisch Kolonie Palästina, wird geteilt, soll geteilt werden, ein jüdischer Staat, ein arabisch-palästinensischer. Die palästinensische Seite beginnt den Bürgerkrieg, sie verliert ihn. Nachdem sie ihn verliert, wird es ein zwischenstaatlicher Krieg, den die arabischen Staaten beginnen, sie verlieren ihn, sie verlieren Land, sie müssen damit rechnen und so geschah es, wie es in jedem Krieg, den man beginnt und den man verliert, geschieht. Sie haben Flüchtlinge zu beklagen, sie haben Vertriebene zu beklagen, aber für die jüdische Seite war nicht einmal diesen Staat, nicht einmal nach Hitler, nicht einmal nach dem Holocaust, dieses kleine Stück Land lässt man uns. Und wo sollen wir denn hingehen? Die ganze Welt hat uns seit 3000 Jahren hin und her geschubst. Und das war sozusagen die letzte geografische Station und historisch mentale, emotionale, die uns übrig bleibt. Lasst uns doch um Himmels Willen dieses Stück Land. Und das wurde ja immer wieder bestritten. Ob jetzt die israelische Regierung Fehler gemacht hat oder nicht, natürlich, er macht keine Fehler. Aber das ist das Gefühl, Herr Hahn.
Und das nach 3000 Jahren plus der jeweils erlebten Eigenbiografie der jeweiligen Zeitgenossen ist die, sagen wir mal, Härte der Reaktion, der jüdischen Reaktion nachvollziehbar. Mein Punkt im Augenblick, so sehr ich das gerne mit Ihnen vertiefen würde, ich möchte gern bei dem Erleben von Jüdinnen und Juden in Deutschland bleiben, was Antisemitismus anlangt. Das ist ja ein Dauerphänomen. Man könnte sagen, Pogrome, Vernichtungsaktionen sind dann sozusagen die Spitze und dann geht es wieder runter, aber dieser Antisemitismus ist dauerhaft vorhanden. Auch in unserem Land, das sich gegründet hat auf dem Versprechen nie wieder, in Ihrem Buch nie wieder, schon wieder, immer wieder. Antisemitismus geht nicht weg. Und wer heute Nachrichten gehört hat, sich aktuell informiert hat, kennt die neuesten Zahlen. Antisemitische Straftaten, speziell seit dem 7. Oktober, sind in eine extreme, bisher nie dagewesene Höhe gekommen. Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich verunsichert, trauen sich keine Kippa zu tragen, Davidstern nicht, Synagogenbesuch. Wohl auch kaum. Was macht denn dieser dauerhafte Antisemitismus mit der jüdischen Seele, mit der Seele jüdischer Menschen? Nee, plötzlich erkennt man, dass man Teil einer 3000-jährigen jüdischen Geschichte ist. Ich habe vorhin in unserem Vorgespräch meine selige Tante Judith, eine völlig unintellektuelle Frau, zitiert, die sagte, andere Leute sorgen, Zores verfiedisch, sind keine Zores. Das gilt auch für die jüdischen Vorfahren. Und jetzt merken wir, aha, es ist doch nicht so normal, wie wir gehofft haben und wie wir gedacht haben. Aber in Bezug auf den wieder aufgetretenen militanten Antisemitismus in Deutschland muss man ganz klar unterscheiden. Und genau hinschauen. Denn es ist mehrheitlich nicht der alte Antisemitismus. Heißt, der Antisemitismus, der militante Antisemitismus ist heute in erster Linie ein muslimischer Antisemitismus. Natürlich gibt es alte Nazis und die sind auch alte und neue Nazis, die sind militanter geworden, die sind frecher geworden, die sind offener geworden. Aber die Umfragen seit Jahren schon, lange vor dem 7. Oktober 23, bei Juden in Gesamteuropa, bei Juden, die verbale Gewalt oder physische Gewalt erlebt haben, antworteten auf die Frage, wer denn die Urheber und Täter waren, mit ungefähr 40% plus Muslime, mit ungefähr 24% plus minus Linksextremisten und mit 22% plus minus jährlich schwankend Rechtsextremisten. Das heißt, wenn wir sagen, schon wieder und schon wieder in Deutschland wird damit suggeriert, aha, es sind die ersten, es sind die alten Nazis. Ja, es sind sie, aber es sind zwei andere noch. Wobei der Linksextremismus auch historisch überhaupt nichts Neues ist. Das geht schon mit Karl Marx los. Jüdischer Herkunft, im Alter von 6 Jahren getauft, war also ein hochwillkommenes Alibi für linke Antisemiten, denn der ursprünglich jüdischer Herkunft, aus einer Rabbinerfamilie sogar kommende Karl Marx, hat sozusagen den Koscherstempel dafür gegeben. Und beim muslimischen Antisemitismus gibt es zwei Faktoren. Der erste Faktor ist die traditionelle Judenfeindschaft, die im Koran nachlesbar ist, in den Hadith, also den mündlichen, in den Überlieferungen der mündlichen Lehre und der Verhaltensweisen des Propheten und schließlich drittens in der quasi kanonisierten Biografie des Propheten Mohammed. Und dann eben der zweite Faktor, der Nahostkonflikt seit
dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und in dem Augenblick, wo Europa und Deutschland demografisch verflochten sind mit der islamischen Welt, und ich sage das in keiner Weise anklagend, wenn du Menschen importierst, importierst du auch deren Sorgen, Hoffnungen, Wünsche und auch Hass, sind wir ein Nebenschauplatz der nahöstlichen Konflikte. In die eine und andere Richtung. Und erst recht, weil und wenn und indem die muslimische Minderheit nicht wirklich sich integriert fühlt in unsere Gesellschaft. Und in unsere Gesellschaft heißt auch nicht in unser Wertesystem der Bundesrepublik Deutschland. Und ein dritter Punkt, der oft entweder gar nicht gewusst oder wenn gewusst verschwiegen wird und Otto Normalverbraucher in der muslimischen Welt hier und in der islamischen Welt selbst weiß es kaum, die geistlichen und weltlichen Führer der islamischen Welt haben im Zweiten Weltkrieg aktiv mit Hitler-Deutschland kollaboriert. Ich habe nie einen deutschen Politiker gehört, der im Rahmen der Erinnerungskultur dieses Thema anspricht. Ich verstehe das nicht, warum nicht, weil es eigentlich kein Vorwurf ist, sondern dass man hier eine gemeinsame Herausforderung hätte, nämlich eine christlich-muslimisch-jüdische, ein neues, gemeinsames, demokratisch, weltoffenes Bewusstsein zu schaffen. Was bedeutet denn jetzt Ihr Befund für die Bekämpfung von Antisemitismus in diesen ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen? Sie schreiben in dem Flyer, und ich vermute mal, dass der Bezug nimmt bei Ihrem neuen Buch auf Ihr Vorwort oder etwas, was Sie aufführen, da sagen Sie, dass die Empörung zu inszenieren nicht ausreicht. Das ist für mich eine Wertung, die mir etwas zu weit geht, weil ich den zivilgesellschaftlichen Aufstand in der Mitte der Gesellschaft nicht als Inszenierung verstehe, sondern ich bin froh, dass sich Menschen mobilisieren lassen und bewusster wahrnehmen, was passiert. Aber Sie haben natürlich recht, dass es dabei nicht bleiben kann. Meine Doppelfrage ist, worauf zielt diese etwas spitze Bemerkung, die Inszenierung reicht nicht aus? Und wie bekämpft man wirksam? Haben Sie Vorschläge? Ich bin resigniert, das sage ich ganz offen. Und zwar deshalb, weil ich als Historiker nüchtern feststelle, Antisemitismus ist eine seit 3000 Jahren bestehende Pandemie. Was eine Pandemie ist, wissen wir ja seit 2020 folgende. Also das ist so. Und zwar überall und aus diversen Gründen. Warum soll also ausgerechnet unsere Generation, unsere Kinder und Kindeskinder erfolgreicher sein in der Bekämpfung dieser Pandemie? Leider haben wir diesbezüglich noch nicht so ein geniales ehemaliges Gastarbeiter-Ehepaar, das wirklich die Menschheit aus Mainz gerettet hat. Man könnte also den Spruch des Propheten Jesaja abwandeln, nicht aus Zion kommt die Lehre unter das Heil, sondern aus Mainz. Aber okay, das ist ein Karlauer. Und Sie wissen, wen ich meine. Merken Sie meine Interkonfessionalität. Ich bin auch viel skeptischer als der Herr Spänle, den Sie freundlicherweise zitierten, der ganz zweifellos hoch engagiert ist als Antisemitismusbeauftragter. Ebenso wie Herr Klein, es gibt andere, die nicht so engagiert wie die beiden sind und auch nicht so kompetent. Aber ist seit Installierung der Antisemitismusbeauftragten der Antisemitismus schwächer geworden? Nein. Kam das vielleicht zu spät, die Installierung der Antisemitismusbeauftragten? Okay, ich habe nichts dagegen. Ich habe vorher schon das gesagt,
bis mich dann ein namentlich nicht zu nennender Politiker anrief und sagt, Wolfsohn, du bist der Einzige, der medial gegen die Installierung eines Antisemitismusbeauftragten eintritt, sage ich, nein, ich habe nichts gegen die Bekämpfung des Antisemitismus, aber ich verspreche mir nichts von einem Antisemitismusbeauftragten, außer eben einer neuen bürokratischen, mal mehr, mal weniger erfolgreichen Persönlichkeit. Punkt. Leider hatte ich recht. Aber nichts dagegen. Camus schreibt ja am Ende von diesem fantastischen Essay Der Mensch in der Revolte, man müsse sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Der nächste Punkt, was Herr Spänle sagt, und das sagen viele, und unter dieser Überschrift treten wir drei ja heute auch an, nichts dagegen, natürlich nicht. Mehr Wissen vermitteln über das Judentum, das ist nicht der Punkt. Das ist schön, ich finde es großartig. Ich meine, wir sind alle hier in diesem Raum, sagt man, ohne jeden Einzelnen zu prüfen, Bildungsbourgeoisie, darf man ja wohl vermuten. Aber hat die Bildungsbourgeoisie jemals modischen Erscheinungen widerstanden? Nehmen wir doch nur die deutschen Professoren nach der Wahl vom 5. März 1933. Die gebildetsten Deutschen sind als die ersten und massiv übergelaufen zu Adolf Hitler, dem Führer des deutschen Volkes. Aber Geschichte muss sich ja nicht wiederholen. Nein, aber wenn wir sehen, was an deutschen Universitäten oder an Elite-Universitäten, Harvard, Yale, Princeton passiert, mit einem Klischee-Antisemitismus der billigsten, dümmsten, vulgärsten Art. Elite-Universität. Wissen. Die wollen gar nicht wissen. Und dann gibt es auch noch Alibi-Juden, Frau Butler oder Deborah Feldman oder Susan Nyman. Das sind wunderbare Alibis. Klar, jeder hat so seinen Hofjuden. Das war wie früher. Aber nicht die Wissensbildung, sondern die Herzensbildung. Und da kommen wir wieder eigentlich auf die Religion, die ja heute leider sowohl in der christlichen Welt als auch in der jüdischen Welt in der Defensive ist. Religion ist nicht nur Kirche, ist nicht nur Synagoge, ist nicht nur Moschee, um es mal so plakativ zu formulieren, sondern das ist auch ein Wertesystem. Das heißt, es kommt nicht nur alleine auf die Addition von Wissensbildung an, sondern von Herzensbildung. Und wenn wir uns die Soziologie der Retter im Dritten Reich einmal anschauen, also welche Menschen, Bevölkerungsgruppen haben die Verfolgten, meistens Juden, aber auch andere Verfolgte, bei sich zu Hause aufgenommen? Nicht das Ehepaar von und zu oder die Wirtschaftsbourgeoisie oder die Bildungsbourgeoisie, Herr und Frau Professor, sondern soziologisch, quantitativ eindeutig Otto Normalverbraucher. Wissen? Keiner von uns hat was gegen Wissen, natürlich nicht. Aber davon das Heil zu erwarten, halte ich für höchstgradig naiv. Und wenn wir jetzt auf die Geschichte verquickend schauen, Aufklärung und Antisemitismus. Der brillanteste Aufklärer auch im Sinne des Esprit war wahrscheinlich Voltaire. Ein Anführungszeichen begnadeter Antisemit. War er dumm? War er unaufgeklärt? Wusste er nichts? Mich interessiert jetzt die Gegenwart, um sie nochmal sozusagen in diesem Raum jenseits der historischen Einordnung zu bitten, uns einen Weg zu weisen mit Kritik und Anregungen, wie wir als Menschen guten Willens uns gegen diese Entwicklung, die wir wahrnehmen, stemmen können, dass die Kräfte der Vernunft, des Wissens, aber vor allem auch des Herzens, geht um Menschen, in die Lage versetzt werden, Zivilcourage zu üben. Ist das eine Mischung aus zivilgesellschaftlicher Initiative, die es braucht, und einer Anwendung bestehender Gesetze? Was ist sozusagen Ihr Rat, worauf kommt es jetzt an? Denn sich mit der Analyse zurückzulehnen und zu sagen, naja, ich überspitze jetzt,
das kommt sowieso, wenn ich jetzt dann halt in 5 oder in 10 Jahren, ist für mich, für meine Patenkinder keine Perspektive. Wenn wir wissen, was kommt, dann kommt es darauf an, Verantwortung zu übernehmen. Schärfen Sie unser Verantwortungsbewusstsein. Worauf kommt es jetzt an? Da muss ich die Arme heben und passen, ganz offen gesagt. Also ich beschäftige mich, bin ja auch nicht mehr 22,5, sondern 23,25. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger weiß ich. Wirklich ohne jede Koketterie. Und weil Sie das so ein bisschen freundschaftlich herabsetzen, die Diagnose sozusagen. Oh, da. Und, da hätten Sie mich jetzt falsch verstanden. Nein, Herr Hahn, das ist doch völlig, das ist doch genau, da sind wir schon bei der Therapie. Mhm. Wenn man so entkrampft, wie wir drei miteinander verkehren, und ich bin ja nicht das erste Mal in der katholischen Akademie, nicht das erste Mal in der evangelischen Akademie, wenn man ganz herrschaftsfrei, offen, ohne Druck und nicht taktisch argumentieren kann, dass Sie mir widersprechen und ich Ihnen auch, als Selbstverständliches, das muss erreicht werden. Und das erreichen wir. Und das halte ich für viel wichtiger als noch ein bisschen Wissen und noch ein bisschen Teil 1. Ich halte das allerdings auch für Bildung, muss ich sagen. Dass man miteinander diskutiert und Wort und Widerwort in einen Austausch natürlich bringt. Natürlich, aber Bildung, ich bin der Letzte, der gegen Bildung plädieren würde. Das wäre ja geradezu ökonomisch selbstmörderisch. Denn ich meine, ich war ja mal Hochschullehrer und profitiere als Oller Rentner von meiner Pension als Hochschullehrer. Aber rein empirisch-historisch sehe ich resigniert, vielleicht auch altersbedingt, aber ich würde sagen empirisch geleitet, pädagogische Versuche einschließlich Bildungsanstrengungen für begrüßenswert, aber nicht als Lösung. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht? Ja, ein Beispiel, wo Sie sagen, da hat es mal funktioniert oder mehr davon? Ja, da. Also ich komme auch auf die Demonstrationen, die Sie ansprechen. Aber ich will aufs Grundsätzliche über den Tag hinaus. Das ist, und jetzt bin ich sehr jüdisch, lieber Herr Budde, auch das Alte Testament oder den Ersten Bund betrachten, geht er ja von einem sehr realistischen Menschenbild aus. Es gibt den guten Menschen und den schlechten Menschen. Gucken wir uns nur einfach mal die 10 Gebote an, da ist es am einfachsten nachzuweisen. Du sollst nicht, wenn das Gebot ist, zugleich die Moral, da wird ja unausgesprochen gesagt, A, B, C und so weiter macht's. Wenn du es nicht machen sollst, gibt es wie viele Menschen auch immer, die es machen. So, und dann kommt eben, jetzt wenn Sie so wollen, ist das das Jüdische und nicht das Christlich-Jesuanische, dass dann gesagt wird, wenn du das nicht machst, dann, das höre Israel zum Beispiel, das zentrale Gebet des Judentums, Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, und wenn du nicht die und die und die Gebote erfüllst, dann kommt nicht der Regen und dann wird dir das, ich fasse das jetzt in meinen Worten zusammen, wird es dir nicht gut gehen. Das heißt, Tat oder Missetat oder Bruch des Gesetzes, weil du nicht nach diesem Kodex lebst, Strafe. Übertragen auf hier und heute und morgen und übermorgen. Wenn ein Gemeinwesen seine Normen, die in Gesetze gegossen sind, nicht durchsetzt, dann ist der Damm gebrochen. Es gibt genügend Gesetze, die Antisemitismus schlicht und ergreifend, wie auch immer, definiert. Da muss man auch nicht die akademische oder politische Definition annehmen, wie auch immer definiert, als Straftat verfolgt. Und da glaube ich, bin ich sozusagen, Anführungszeichen, typisch jüdisch. Individuell ebenso wie kollektiv gilt meines Erachtens die Maxime, erst kommt die Macht, dann
dann die Moral. Das heißt, wenn eben der Staat, der die Aufgabe hat, in diesem Falle auch die Moral in demokratischen Staaten, so wie wir das verstehen, und das Grundgesetz und unsere Gesetze, sag ich mal ganz pauschal, sind moralisch, wenn wir die nicht durchsetzen und relativieren, dann können wir die Missetat, egal ob die antisemitisch, antimuslimisch, antichristlich ist, nicht mehr ahnden. Die Pädagogik ist immer zu versuchen, klar, aber von ihr alleine das Heil zu erwarten, halte ich nicht für realistisch. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen ausweiten. Jetzt haben wir doch recht intensiv auch zu Recht über das Phänomen des Antisemitismus oder auch des historischen Antijudaismus gesprochen. Das ist ein Phänomen, das eine erschreckende neue Urstände feiert, sage ich mal, die ich nicht erwartet hätte, sie vielleicht eher. Aber es ist ja nicht der einzige Faktor, der das Diaspora-Judentum Deutschlands, das ihre Identität ausmacht, zu Veränderungen nötigt. Es gibt ja noch andere über die letzten Jahrzehnte zu sehende Veränderungen, zum Beispiel durch die Zusammensetzung der jüdischen Community in Deutschland, die auch durch Zuwanderung geprägt ist aus dem osteuropäischen Raum, aber auch von ganz anderen Teilen, auch aus Israel sind ja doch einige zu uns gekommen. Da verschiebt sich demografisch etwas. Und es gibt, darauf weisen Sie auf den letzten Seiten Ihres Buches sehr eindrücklich hin, es gibt auch eine Säkularisierung im Judentum, auch im deutschen Judentum, wo da können wir als Kirchen ein Lied von singen, wo einfach die Religiosität als solche wegbröselt. Auch das ist ein Faktor, der sich in den nächsten Jahrzehnten immer stärker auswirken wird. Wo sehen Sie das Ganze hingehen, wenn Sie mal eine Generation oder zwei nach vorn denken? Sie haben ja dieses Leitmotiv, Leit mit D und mit T, Motiv Existenz auf Widerruf. Wird sich das durchziehen und oder welche Färbung erhält das? Was wird anders sein, wenn unsere Enkelgeneration Judentum in Deutschland, in der Diaspora leben möchte? Also das Diaspora-Judentum ist eigentlich eine jüdische Gemeinschaft ohne Judentum in ihrer Mehrheit. Die Juden, die religiös sind, fangen wir mal hier im Kleinen an, lokal, und das mal jetzt operationalisiert, die also die Speisegesetze und Koscher und so weiter alles einhalten, vielleicht zwei Hände maximal, die Finger an zwei Händen. Ansonsten ist es eine Inszenierung. Es ist ein Judentum ohne Judentum. Es sind Juden ohne Judentum. Aber es sind Juden, die sich als Juden fühlen. Also Judentum ohne religiöses Judentum. Aber in den anderen Faktoren, was Sie gesagt hatten, das genetisch-ethnische oder das, die Schicksalsgemeinschaft als weiteren Faktor. Sondern reaktiv. Ja. Ja. Es gibt wirklich einen heute noch aktuellen, höchst lesenswerten Aufsatz von Jean-Paul Sartre, mit dem ich sonst nicht so oft übereinstimme, wenngleich er als Literat ganz großartig war. Der sagt, der Nichtjude macht den Antisemitismus. Das heißt, dass der Jude ist sozusagen ein reagierendes Etwas auf die Judenfeindschaft. Reagierend wird der geborene Jude, der sich um das Judentum nicht kümmert, zum Juden. Ich habe ein Interview mit Daniel Cohn-Bendit gelesen, da sagte er, er sei nur Jude, weil es Antisemitismus gibt. Das ist natürlich wahnsinnig zugespitzt, aber ist das so ein bisschen das, was Sie gerade beschreiben? Das ist die floskelhafte und populäre Art der Dani-Formulierung, ja. Aber also bei Sartre ist es gebildet, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Ich habe da eine sehr interessante empirische Studie gemacht in einem dicken Buch mit meinem Freund und Kollegen Thomas Brechenmacher. Haben wir jüdische Identitäten in den letzten 200 Jahren uns mal angeschaut, nachträgliche Antwort auf Ihre Frage, aber ich zitiere mich nicht gerne. Da haben wir festgestellt, von plus minus 1800 bis 1995 folgendes. Von plus minus 1800, vor allem 1830 bis 1930, haben 80-90% der Juden sich inhaltlich, emotional vom Judentum abgewendet. Womit haben wir das operationalisiert? Das muss ja wissenschaftlich wasserdicht
gezeigt werden, an der Auswahl von Vornamen. Also wenn jemand, krass zu nehmen, eine deutsch-jüdische Familie, Eltern, ihren Sohn Siegfried oder Hermann nennen oder die Tochter Kriemhild, dann ist das ein Signal für jüdische Identifizierung oder Identität. Und solche Kriemhild, Siegfriede und so weiter, die gab's in Hülle und Fülle. Und das kulminierte in einem Witz. Ich kann schlecht Witze erzählen, aber ich versuch's trotzdem. Also Sarah kommt zu ihrer Mutter und sagt, du, Mama, ich werde heiraten. Ja, schön, wen denn? Ja, den Siegfried. Die Mutter, muss es denn ein Jude sein? Ja, das können Sie wirklich an der Verteilung, und zwar wirklich repräsentativ, statistisch, so. Und plötzlich, ab 1930, raten Sie mal, warum in Deutschland, gehen diese Kriemhilds und die Siegfrieds runter und die jüdischen Namen Benjamin, Esther, Sarah und so weiter so hoch. Da haben wir also jenseits von Dani Cohn-Bendit und Jean-Paul Sartre hier den Beleg dafür. Und nach dem Krieg schwankt es so und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Und fragen wir uns auch ganz ehrlich, was, gucken Sie sich mal an, was an jüdischen Inhalten religiös in der Diaspora, mit Ausnahme von den Orthodoxen, die es in Deutschland kaum gibt, außer den Nennorthodoxen. Die jüdische Gemeinde in München, IKG, nennt sich orthodox. Ja, der Rabbi ist orthodox, der hält Koscherregeln ein. Aber die anderen? Ja. Wie halten Sie das ganz persönlich für sich? Ich bin koscher, aber ich esse nicht koscher. Ich habe gestern Schweinsbraten gegessen, aber jetzt kommen wir, ja, und jetzt kommen wir auf den Geist des Gesetzes, und ich sag's ohne jede Ironie und auch ohne Koketterie, ich bin wirklich ein Jesus-Jude, ich verehre die jesuanische Botschaft. Und daher bin ich dem Christentum sehr nahe. Und zwar, warum? Vielen Dank. Da müssen Sie mehr klatschen. Ja, okay, gut. Okay. Warum? Was Jesus mitteilt, ist ja, er distanziert sich ja nicht vom Judentum. Er sagt, ich ändere am Gesetz kein Komma. Aber was macht der Jesus? Er interpretiert das Gesetz nicht dem Buchstaben nach, sondern dem Geiste nach. Und jetzt gucken wir uns mal koscher an, weil ich so scheinbar nur gelästert habe über koscher. Koscher ist, wenn Sie das historisch betrachten, das zeige ich auch in dem Buch, eine biblische Erwähnung, die aber bis zur talmudischen Zeit, also ungefähr 1000 Jahre nach Entstehung des Judentums, überhaupt nicht wirklich durchgehend eingehalten wurde. Das hat die Archäologie längst bewiesen. In jüdischen Siedlungen gibt es in Hülle und Fülle Schweineknochen, bla 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 bla. Und vieles andere. Erst in talmudischer Zeit, das heißt, als die Juden verfolgt und vertrieben wurden, teilweise verstreut über den ganzen Globus, hatten die talmudischen Weisen ein strategisches Ziel. Absolut nachvollziehbar, mit dem ich mich auch identifiziere, die jüdische Gemeinschaft als Gemeinschaft zu erhalten. Und dafür Richtlinien aufgestellt, nämlich die und die und die müssen wir jetzt nicht ins Einzelne hineingehen. Dadurch ist eine Trennung von Tisch, Speisegesetze und letztlich auch Bett, Stichwort Beschneidung, drin. Auch die Beschneidung ist nicht konsequent eingehalten worden. Das können Sie im Alten Testament nachlesen, das weiß man aus historischen Quellen, war auch keine rein jüdische Erfindung. Das heißt, das sind Mittel, operative Instrumente zur Festigung des Kollektivs, das man sozusagen zu programmieren und zu zementieren hat. Also Sie sagen, Religion wird quasi instrumentalisiert für den Zusammenhalt und die Identität der Gruppe, und das ist okay so. Also das
Also, das ist ja, das. Ja, dann, ich hatte ja eigentlich nach der Zukunft gefragt und Sie antworten natürlich, es ist ja auch eine Weltgeschichte, immer mit Vergangenheit. Aber die Frage war ja, was trägt in eine oder zwei Generationen die jüdische Community angesichts dieser Entwicklungen, die Sie skizziert haben? Ist das dann, gibt es dann halt das Jesus-Judentum von Juden, die koscher sind, aber nicht koscher essen? Hält sich das durch oder ist das eine Gefahr? Braucht es mehr? Wie schauen Sie in die Zukunft? Das würde mich schon noch interessieren. Das ist nicht Vergangenheit, Herr Budde. Sondern es kann nichts anderes gemacht werden, als vorher gedacht worden ist. Und das ist gedacht worden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, also eine Alternative. Nämlich entweder halte ich mich an den Buchstaben des Gesetzes, die Antwort der Mehrheit ist klar, nein. Oder halte ich mich an den Geist des Gesetzes. Und daher meine flapsige Bemerkung, über die Sie alle netterweise gelacht haben vorhin, ich bin koscher, aber ich esse nicht koscher, interpretiere ich im Sinne, im Geist des Gesetzes. Mhm. Und das ist heute die Mehrheitsmeinung noch, wo es sozusagen ein selbstbestimmtes Judentum ist. Mhm. Aber das meiste an jüdischem heute und auch am jüdischen Morgen ist das Fremdbestimmte. Mhm. Nämlich der gestiegene Antisemitismus wieder. Wenn wir auf die Entwicklung in Israel schauen, unter dem Aspekt jüdischer Identität, ist das orthodoxe Judentum doch der stärkste wachsende Teil. Wie würden Sie die Perspektive für Israel sehen? Haben wir in der übernächsten Generation sozusagen eine Prägung des Judentums in Israel durch das orthodoxe Judentum? Ist das zu erwarten? Und was bedeutet das? Sie haben die entscheidende Frage gestellt und im Grunde genommen die Antwort schon gegeben. Ja, anders als in der Diaspora, wo die Säkularisierung praktisch 90% plus minus erfasst hat und weiter erfassen wird, aber trotzdem die jüdische Gemeinschaft als Gemeinschaft eher gestärkt als geschwächt wird, nicht im religiösen Sinne, sondern reaktiv auf den Antisemitismus. Da ist nicht nur Cohn-Bendit Zeitzeuge dafür, da ist der begnadete Pianist Igor Levit auch ein Beispiel, mit dem ich vor einer Woche zusammengekommen bin. Dem ist das Judentum im religiösen Sinne völlig schnuppe gewesen, völlig fremd. Und der ist jetzt hineinkatapultiert worden durch vor allem 7. Oktober 23 in, ich sag mal, die jüdische Situation. Und erkennt eben, dass die jüdische Situation Existenz auf Widerruf ist. Und für den ist eine Welt zusammengebrochen, aber auch für viele. Also an dem kann man das personifizieren in dieser tragischen Weise. Also, in der Diaspora säkularisiertes Judentum, aber ein bewusstes Judentum minus jüdischer Religion im Sinne einer verfolgten Gemeinschaft. In Israel, das ist genau das existenzielle Problem in Israel. Demografisch ist genau das, was Sie schildern, Herr Hahn. Die Frommen nehmen das göttliche Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, noch viel wörtlicher als die säkularen Israelis. Also die säkularen Israelis haben eine Geburtenzahl von pro Frau von plus minus 3. Bei Orthodoxen ist es plus minus 7. So, das können Sie hochrechnen, Stichwort Zukunft, und deswegen sind die Orthodoxen und die Religiösen, also Nationalreligiösen oder religiösen Parteiungen in ihrer religiösen Vielfalt immer stärker geworden und sie werden immer stärker. Also als Koalitionspartner in der Politik unverzichtbar. Und in der Politik heißt das, dass die religiösen Gesetze den Nichtreligiösen aufgepropft werden. Das wiederum bedeutet, dass meine Vettern und viele andere, die sozusagen zur zionistischen Aristokratie im Gegensatz zu meinen Eltern und mir gehörten, dass die inzwischen auch aus Israel rausgegangen sind oder vorhaben rauszugehen, weil sie sagen, die Diktatur der Orthodoxen lassen wir uns nicht bieten. Wir sind zwar jüdische Israelis, das heißt also auch, der Alltag ist sozusagen Geist im Sinne des Judentums
im Geist des Judentums, aber nicht im Buchstaben des Judentums. Es sind sozusagen jesuanische Juden. Würde ich gerne anknüpfen. Ich würde mit der zunehmenden Minderheit, die Sie gerade geschildert haben, sympathisieren, wenn ich auf die israelische Gesellschaft schaue. Ich habe selber über 1,5 Jahre im Land gelebt und habe dann natürlich auch über die Politik mitdiskutiert. Ich habe ein Problem, das ist vielleicht meine letzte Frage heute Abend an Sie, wo ich einen Tipp von Ihnen brauche. Ich habe ein Problem, wenn ich, sei es öffentlich wie hier oder auch im Freundeskreis, über die israelische Politik diskutieren möchte. Ich bin da ganz sicher nicht auf der Linie von Benjamin Netanyahu. Ich halte diese Politik, die er macht, für falsch. Seit den 90ern übrigens schon. War immer eher ein Freund von Barak oder Peres oder natürlich Rabin. Völlig klar, das werden Sie ähnlich sehen. Meine Frage ist, wie kann ich als deutscher Nicht-Jude überhaupt über diese Dinge reden, ohne in den Verdacht zu geraten, dass vielleicht doch antisemitische Ressentiments dahinter sein können. Also ich bin Judaphil, ich habe eine Israel-Begeisterung gehabt in meiner Jugend, haben Sie schon vorhin mitbekommen, wir hatten da die Reisen gemacht und das hat für mir wirklich die Augen geöffnet und ich bin da ein Stück weit auch beheimatet gewesen früher. Ich wäre wahrscheinlich Meretz-Wähler, wenn ich da wählen könnte. Aber wie kann ich Kritik an der israelischen Regierung äußern, ohne dass es in diesen... dass es dieses Geschmäckle bekommt. Es gibt ja auch viele, die kritisieren ganz dezidiert und hinterhältig unter dem Vorwand, nur die Politik der Regierung zu kritisieren, aber meinen damit eigentlich doch das gesamte Projekt Israel. Diese Differenzierung ist schwierig rüberzubringen. Haben Sie einen Ratschlag für mich? Ist es dann vielleicht als deutscher Nicht-Jude doch besser, sich rauszuhalten und das nicht den Nahostkonflikt mitlösen zu wollen? Oder haben Sie eine Faustformel, nach der wir uns da richten könnten? Ich finde, das, was Sie gesagt haben, beinhaltet schon die Formel, dass Sie also bestimmte Aspekte der israelischen Politik, Personen, Institutionen kritisieren. Punkt. Das gehört zur Selbstverständlichkeit in einer Demokratie und das passiert ja auch. Und dann haben Sie die zweite Ebene genannt, die letztlich in Fragestellung der Existenzberechtigung dieses Staates. Und das sind doch völlig unterschiedliche Perspektiven. Also ich denke, dass die meisten Deutschen, die jedenfalls von den Umfragen her derzeit unzufrieden sind mit der Ampelregierung, nicht damit sagen wollen, also to hell with the Bundesrepublik Deutschland. Also nein, sondern sie finden also die Ampelregierung gut oder schlecht, aber sie sagen nicht, jetzt müssen wir die Bundesrepublik Deutschland abschaffen. Gibt auch solche, aber... können wir Gott sei Dank vernachlässigen. Ja, also die Idee ist noch keiner gekommen. Und wenn Staaten abzuschaffen wären, dann würde ich sagen, ist die Bundesrepublik Deutschland mit Sicherheit nicht Nummer eins. So, und also kurzum, punktuelle Kritik oder existenzielle Kritik, das ist der Unterschied. Und fahren Sie sofort, wie Sie das beschrieben haben, mit der größten Selbstverständlichkeit, mit der größten Selbstverständlichkeit, wie wir einander widersprechen oder zustimmen. Das ist eigentlich ein menschliches Gebot, ohne dass man jetzt also bildungsbürgerlich mit Abitur, ohne Abitur, mit Promotion, ohne Habilitation und so weiter. Nein, das ganz Normale, weder individuell noch kollektiv dem anderen die Existenz absprechen. Sowieso nicht. Ja, ja, aber ist aber nicht so, denn wir kennen ja die Politik. Und in der Politik ist es eben so, dass die Existenz Israels von einem Großteil der internationalen Politik bestritten wird. Mhm. Ich halte zum Beispiel auch die Zwei-Staaten-Lösung für einen großen Unsinn, aber nicht alle diejenigen, die die Zwei-Staaten-Lösung propagieren, wollen Israel vernichten. Natürlich nicht. Mhm. In Ihrem Buch, die andere jüdische Weltgeschichte, differenzieren Sie sehr stark. Es ist immer wieder, das kann man so sehen, die einen fühlen sich so, also es gibt verschiedene Gruppen. Wie verträgt sich dieses wirklich mustergültige Ausdifferenzieren mit dem Anspruch, die eine jüdische Weltgeschichte zu schreiben? Also da ist ja ein universeller Anspruch dahinter. Im Grunde genommen ja schon auch impliziert, dass diese Weltgeschichte auch so weiterlaufen wird. Wie vereinen Sie quasi die eine Formel, die Sie gefunden haben, mit diesem sehr präzisen Blick auf Unterschiedlichkeiten? Ja, also... diese Weltgeschichte, die ich versucht habe, ob es mir gelungen ist, können nur andere sagen, ist insofern anders, als ich nicht nur die rein jüdische Perspektive betrachte, sondern immer die jüdische Welt in der nicht-jüdischen Welt platziere und dann vergleiche. Darüber hinaus
auch viel stärker, als das üblicherweise gemacht wird, auf die nicht-jüdischen Einflussfaktoren Hinweise in Bezug auf die Entstehung des Judentums, die Weiterentwicklung des Judentums. Sie unterscheidet sich dadurch, dass ich auch wirklich, wenn Sie so wollen, ans Eingemachte gehe, wie ich Ihnen vorhin versucht habe darzulegen, Speisegesetze. Die Speisegesetze sind nicht vom Himmel gefallen und sind sozusagen unwidersprochen auch von A bis Z gelebt worden in der jüdischen Geschichte. Nein, das ist zu historisieren. Und dann natürlich auch der Versuch, nicht nur jetzt chronologisch zu sagen, und dann damals waren Adam und Eva und dann kam Abraham, Isaac und Jakob und heute ist Bibi Netanyahu, sondern auch thematisch zu Schwergewicht zu setzen. Also nicht die reine Chronologie, sondern thematisch und zwar auch in Frage zu stellen. Mhm. Nicht zu sagen, so war es und so ist Judentum, sondern es gab immer Judentümer. Und darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Die Wirklichkeit ist vielschichtig. Es gibt viel zu viel, nicht nur in Bezug auf jüdische Themen, viel zu viel Eindimensionalität, schwarz oder weiß. Und die Wirklichkeit ist vielschichtig. Und das Wort Geschichte beinhaltet ja auch Schichten. Das kommt übrigens vom mittelhochdeutschen Geschehen. Und aber das Geschehen wird als ein geschichtetes Etwas verstanden. Und das anzuregen, das ist meine Absicht. Und jetzt, und schon gar nicht jetzt im Sinne einer Heilsgeschichte, sondern auch einer kritischen Geschichte, ohne sozusagen den jüdischen Bauchnabel für den Kosmos zu halten. Ja, vielen Dank. Wir haben Fragen bekommen aus dem Frag-Jetzt-Tool, auch Fragen, die wirklich häufiger gepunktet wurden. Wir stellen jetzt ein paar aus diesem Tool. Ich habe dann auch noch Fragen zugerufen bekommen hier vorne. Mit Blick auf die Uhr glaube ich fast nicht, dass wir die durchbekommen, es sei denn, Sie antworten im Staccato. Die am meisten gepunktete Frage war die nach dem Nahostkonflikt. Ist der Nahostkonflikt lösbar? Warum sind Sie gegen eine Zwei-Staaten-Lösung, hat jemand gefragt. Und ich lege noch eine zweite Frage daneben. Wie kann das Existenzrecht der israelischen Bevölkerung und der palästinensischen Bevölkerung, die beiden Existenzrechte, wie können die miteinander koordiniert werden? Haben Sie da aus Ihrer auch wissenschaftlichen Analyse eine Spur, wie wir uns das vorstellen könnten? Man ist so hoffnungslos im Augenblick. Klare Antwort, ja. Hier bin ich in Bezug auf die Lösungsmöglichkeiten optimistischer, aber ich konnte mich komischerweise noch immer nicht durchsetzen. Was soll man machen? Ich nenne es stichwortartig, eine föderative Lösung. Das heißt, dass man eine Mischung aus Staatenbund und Bundesstaat anstreben muss und kann, und das halte ich langfristig für die einzig realistische Lösung im Sinne von wechselseitiger Selbstbestimmung und auch erzielbarer Sicherheit für alle Akteure. Das nur in aller Kürze, staccato, wenn Sie das unbezähmbare Bedürfnis haben, meinen Senf dazu ausführlicher zu lesen, dann in dem Buch zum Weltfrieden, das vor ein paar Jahren erschienen ist, aber wie ich erfahren habe, vergriffen. Aber also vielleicht ist es noch irgendwo erhältbar. Lange Rede, kurzer Sinn, ich skizziere in wenigen Worten. Israel als Staat mit der arabischen Bevölkerung, arabisch-israelischen Bevölkerung, die 20% ungefähr ausmacht, genau 21%, mit einer weitgehenden inneren Autonomie, einer Vertretungskammer und dann auf der nationalen Ebene im föderativen Sinne die nationale Gesamtvertretung im Parlament und in der Regierung. Zweitens, für die palästinensische Seite außerhalb Israels eine kantonale Lösung für Westjordanland und Gazastreifen, das heißt vollkommene Selbstbestimmung im Sinne eines Kantons oder, wenn Sie wollen, Bundeslandes, wo die Palästinenser ihre eigene Vertretungskörperschaft und
Exekutive wählen, ebenso wie die 700 plus jüdischen Siedler, die, es gefalle oder nicht, nicht wegzubekommen sind, es sei denn, es kommt zu einem Bürgerkrieg. 700.000. Die bleiben da, und ich sehe auch da kein großes Problem, denn in Amerika gibt es, habe ich mir sagen lassen, mehr als 5 Millionen Juden, die auch noch keinen Anspruch darauf erhoben haben, dass praktisch Amerika jüdisch werde. Also kurzum, das kann man machen. Gewagter Vergleich. Dann die entscheidende Frage dabei, die volle Staatlichkeit, also auch mit Militär und Außenpolitik. Jordanien, welches in seiner Bevölkerung zu ungefähr 80% aus Palästinensern besteht und sich immer als palästinensisch gesehen hat, die Bevölkerung, wird Jordanien-Palästina oder Palästina-Jordanien. Und wenn das mir sehr sympathische Königshaus langfristig sich sichern möchte, dann wird es so etwas werden wie der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Staat Jordanien-Palästina geht dann einen Staatenbund ein mit Palästina-Kanton, Westjordanland plus Palästina-Kanton, Gazastreifen. Also, und der Gazastreifen, das wäre dann zu überlegen, wegen der geografischen Nähe zu Ägypten, ob es da eine Konföderation, also eine Art Staatenbund zwischen Palästina, Gaza und Ägypten geben sollte. Aber bislang ist da, wie beim Münchner vom Himmel, die ägyptische Regierung noch nicht davon überzeugt. Wir hatten in den Rückmeldungen aus dem Publikum viele Fragen, die wir eingangs eher unter der Rubrik Wissen hätten verhandeln können. Also es gibt einen großen Bedarf an Wissen, das Wissen über das Judentum zu erweitern. Ich fasse das mal zusammen in einer Frage, die tatsächlich so auch im Chat gestellt wurde. Wie bekomme ich Kontakt zu Jüdinnen und Juden im Alltag? Wo kann ich ihnen begegnen? Gibt es von Ihrer Seite da Hinweise, wie das einfach, niedrigschwellig geschehen kann? Ja, also ich empfehle da die kulturellen oder auch religiösen Aktivitäten, vor allem der liberal-jüdischen Gemeinde. Also da ist ein entspanntes Miteinander möglich, und die sind auf der Website, die heißen Beit Shalom. Wenn Sie das googeln, die haben einen sehr aufgeklärten, sehr gebildeten, auch nicht nur jüdisch gebildeten Rabbiner. Also da fühlen Sie sich mit Sicherheit weniger fremd als in der pseudo-orthodoxen Umgebung der EKG München. Die ich allerdings auch immer als ausgesprochen gastfreundlich und wo ich es immer als ein sehr harmonisches Miteinander empfunden habe, okay. Möchte an dieser Stelle doch auch. Sie kennt man auch, aber ich habe da meine anderen Erfahrungen. Ich verlassen Sie sich auf mich in dem Fall. Ohne ihn zu nahe zu treten. Ganz sicher nicht, Herr Professor Wolfson. Aber auch das jüdische Wissen ist in den etablierten Gemeinden, auch von ihren Vertretern, ich nenne keine Namen, sagen wir mal begrenzt. Und das, was über die liberalen Juden immer verbreitet worden ist, das stimmte vor langer Zeit, dass die weniger jüdische Kenntnisse haben, inzwischen längst ganz anders. Also kurzum, Sie haben mich gefragt, ich habe meine subjektive Antwort gegeben. Es steht Ihnen vollkommen frei, sich genauso wohl zu fühlen wie der von mir hochgeschätzte Herr Budde in der anderen jüdischen Gemeinde. Also überhaupt kein Problem. Aber noch mehr empfehle ich Ihnen jüdische Literatur oder auch was als jüdische Musik gilt. Aber vor allem jüdische Literatur. Ich habe gerade zum Beispiel gelesen, ein ganz altes Buch, ich habe es in dem Nachlass meiner in diesem Jahr verstorbenen Mutter gefunden, Eine Kindheit in Warschau von Isaac Bashevis Singer. Das ist so jüdisch, auch orthodox jüdisch und zugleich weltoffen und zugleich so voller Menschenliebe. Das ist gelebtes Judentum, also er hat es erlebt, gelebt und beschrieben. Es gibt wunderbare jüdische Literatur, und da es wenige lebendige Juden gibt, die können das Buch unter den Arm nehmen und sozusagen auf diese Weise ihre Juden individuell kennenlernen. Und ich verspreche Ihnen, die sind noch interessanter als die interessanten Gesprächspartner von Budde in der EKG. Haben Sie noch was auf? Vielleicht noch ein kleiner, eine kurze Anschlussfrage, die aber fast ein eigenes
einen eigenen Abend eröffnet. Das Volk Israel als das Volk Gottes, wenn man das mal so zusammenformuliert im Lichte der biblischen Erzählung, sage ich verkürzt. Was bedeutet diese Betrachtung für all unsere Debatten, in denen wir uns heute bewegen? In einer säkularisierten Welt eigentlich gar nichts, da die meisten Nichtjuden, also zumindest in unseren Breiten, säkularisiert sind. Ich bedauere das sehr. Ich bedauere, dass die Christen nicht mehr wirklich Christen sind, sondern bestenfalls Postchristen oder Nennchristen oder nicht mehr Christen sein Wollende. Was verlieren wir dadurch, wenn wir diese Dimension nicht vor Augen haben, vergessen haben, vielleicht auch bewusst ausblenden? Na, wir verlieren das Maß. Wenn der Mensch sich als Maß aller Dinge versteht oder erst recht seine Repräsentanten, die demokratisch gewählt werden und wenn gewählt, dann natürlich nur demokratisch und das sozusagen als den Maßstab, dann sind wir im Irdischen und nicht im Sinne des Naturrechtes, sondern dann sind wir im Alltagshickhack ohne tiefen Dimension oder wenn Sie wollen, ohne die himmlische Dimension. Und da muss man gar nicht gottesgläubig sein, also in die Kirche gehen, in die Synagoge, in der Moschee, sondern nur sich einfach die elementare und jedermann sichtbare, erkennbare, fühlbare Gewissheit, ich bin endlich. Ich weiß nicht, ob es etwas über uns gibt, aber ich bin endlich. Wir sind endlich. Und jenseits unserer Endlichkeit gibt es, ich will nicht sagen ewige, aber langfristige Vorstellungen, die präsentiert werden müssen. Und wer präsentiert das? Personen, aber alle Personen sind endlich. Das heißt, wir brauchen dafür Institutionen. Und das ist in der christlichen Welt die Kirche oder die Kirchen. Das sind in der jüdischen Welt die Gemeinden mit all ihren Stärken und Schwächen. Nur die Gemeinden, wenn sie im Grunde genommen religiös entleert sind, was meine Analyse in Bezug auf das Diaspora-Judentum ist, dann haben wir ein doppeltes Problem. Und die säkularisierten Christen haben das auch. Ich gebe mal gerade rüber an Frau Dr. Schilling. Wie sieht es aus? Sind noch neue Sachen dazugekommen, die wir vorhin nicht sichten konnten? Dann speisen Sie gerne auch eine Frage ein. Ja, das knüpft praktisch gerade nochmal an das, was eigentlich gerade schon gesagt wurde. Hier ist eine Frage. Ist die mangelnde religiöse Praxis nicht ein Phänomen westlicher Gesellschaften an sich und betrifft Christen und Juden in gleichem Maße? Aber natürlich. Natürlich. Aber nicht die orthodoxen Juden in Israel und aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben, da ist die Sozialisation ganz stark, sehr erfolgreich und demografisch durch die höhere Fruchtbarkeit der orthodoxen, also der religiösen, der verschiedensten Arten noch viel stärker. Mir hat gerade einmal auch eine Frage zugerufen, die habe ich, wo es eben auch um diese verschiedenen jüdischen Identitäten innerhalb Israels geht, wo auf der einen Seite das chassidische Judentum steht, auf der anderen Seite der Zionismus, was sich eigentlich nicht verträgt oder im Ursprung nicht. Wie kommt das zusammen? Also oder was steht Israel da bevor? Sehen Sie da eine Ausdifferenzierung oder folgen Sie Moshe Zimmermann, der sehr schwarz malt, wenn er prognostiziert, wohin die Demografie und damit auch die politische Landschaft in Israel sich entwickeln mag? Also Moshe Zimmermann und ich sind, obwohl wir völlig unterschiedliche Positionen vertreten, Freunde. Also auch da gibt es Entkrampfung. War auch nie verkrampft. Israel steht, und das ist jetzt sozusagen die innere Existenzgefährdung in Israel, und die hat auch historische Vorbilder im negativen Sinne, weil Sie mich vorhin immer freundschaftlich kritisieren, sagen, das war früher so. Ja, vor 2000 Jahren war der Niedergang des jüdischen Gemeinwesens in Judäa nicht nur die Folge des verlorenen Krieges gegen Rom, sondern dieser Krieg gegen Rom war auch eine Folge des innerjüdischen Bürgerkrieges.
Also mit Bürgerkriegen und innerjüdischen Auseinandersetzungen haben wir Juden eine reiche Erfahrung. Und diejenigen, die das Alte Testament kennen, und das ist in diesem Kreis sicherlich die große Mehrheit, denken Sie nur an die Zweiteilung des jüdischen Königreiches nach Salomon, Königreich Israel, Königreich Judäa und so weiter und so fort. Und die innerjüdischen Auseinandersetzungen, denken Sie an Spinoza, der sozusagen exkommuniziert wurde. Denken Sie an Uriel da Costa, der vor Spinoza in der Gemeinde Amsterdams quasi exkommuniziert wurde. Also Exkommunikation gibt es im jüdischen Sinne nicht, gibt es ein Cherem, einen Bann, aber funktional ist es das Gleiche. So, also das ist die Zukunft in Israel und das haben wir ja erlebt bis zum 6. Oktober 2023. Da war ja die innere Zerreißprobe nicht nur die Frage der Justiz. Die Frage der Justiz und der Justizreform oder Revolution kreiste ja auch um den Inhalt des Gewichtes von Religion im jüdischen Gesetzeswerk. Also das ist nicht überhaupt wegzudenken von der innerjüdisch-existenziellen Frage. Lassen Sie mich aber noch einen ganz wichtigen Punkt nennen, den Sie, Herr Hahn, aus dem Publikum vortragend genannt haben, das mit der Auserwähltheit. Das klingt immer so, ja, und dann, das ist ja die Ironie der säkularisierten Juden, die sich dann ohne wirklich das Judentum zu leben oder auch zu kennen sagen, aber letztlich sind wir sind zwar nicht mehr religiös, aber irgendwie sind wir doch besser, also doch auserwählt, wie auch immer, nicht vom lieben Gott, aber wir sind halt besser. Ha, ha, ha. Gut, aber das ist so vollkommen unjüdisch, denn wenn Sie die alttestamentlichen Texte lesen, ist ja diese Auserwähltheit eine Fron. Also das ist geradezu eine Folter. Denn du bist nur auserwählt, wenn du die Gesetze einhältst. Und die sind verdammt schwer einzuhalten im Detail. Und die Strafe ist dann individuell und die Strafe ist kollektiv, nämlich kollektiv die Auflösung der jüdischen Staatlichkeit. So, und das sind richtige Hämmer. Also wenn Auserwähltheit sozusagen die Belohnung ist, da kann man nur sagen, nein, das ist die schlimmste Bestrafung. Ja, ganz ernst. Und das zugleich ist aber eine unglaubliche Herausforderung im orthodox-religiösen Sinne, dass man diese Gebote, die ja auch eine intellektuelle Durchdringung notwendig machen, eine intellektuelle Durchdringung, die mit Lesen und Schreiben zu tun hat. Wie im Höre Israel klipp und klar gesagt wird, du sollst deinen Kindern diese Lehre beibringen. Und dann wird bereits vor 2000 Jahren so etwas eingeführt im jüdischen Gemeinwesen wie allgemeine Schulpflicht. Das heißt, wir Juden haben tatsächlich 1800 Jahre Vorsprung vor der nicht-jüdischen Welt. Also sind wir besser? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht klüger, nicht genialer, aber wir haben dieses Training, dieses Massentraining. Das heißt, durch diese ganz strikte Tradition, die durch die Säkularisierung ihres religiösen Inhalts entleert worden ist, aber für eine gute jüdische Familie gehört es sich selbstverständlich, dass der Sohn oder die Tochter mindestens einen Nobelpreis nach Hause bringt. Ich würde den Bogen nochmal vielleicht zum Anfang spannen, weil wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal, aber ich finde es trotzdem nochmal interessant. Hier schreibt jemand, spüren auch Sie, ob persönlich oder in Ihrem direkten Umfeld, die Verunsicherung, von der viele Jüdinnen und Juden hier in Deutschland seit dem 7. Oktober berichten? Und wie beeinflusst das gegebenenfalls Ihr Alltagserleben und Verhalten? Beispiel, Sie kommen zu dieser relativ ungeschützten Veranstaltung hier. Fühlt sich das anders an als früher? Nein, weil es für mich nun persönlich gar nichts Neues ist, weil ich sichtbar bin. Das gilt auch nicht Juden, die sichtbar sind, bin ich gefährdet, nicht durch sie. Und deswegen komme ich hier natürlich ganz locker her, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass weil ich sichtbar bin und erst recht nach meiner Das ist eine glotzende Gesellschaft und keine lesende Gesellschaft, nicht wahr? Also wenn ich in einer quotenstarken, nennt sich das,
Fernsehsendung war, dann, das war so vor ein paar Wochen wieder mal der Fall, bin ich mit der Maske sowieso herumgegangen, nicht nur wegen Corona und Grippe, sondern auch deswegen und mit der Mütze und erst recht in Berlin, also in München fühle ich mich sicherer, sage ich ganz oft, bin aber oft in Berlin. Aber auch meine nichtjüdischen Enkel, wir sind eine sehr pluralistische Familie, multikonfessionell, meine Schwiegertochter ist eine gute Katholikin, lieber Herr Budde, und mit Protestanten kann ich leider nicht aufwarten, mein Schwiegersohn ist ein Ex-Kommunist, also ja, der war Bundestagsabgeordneter der Linken und hat mein Assistent gesagt, das sei Gottes gerechte Strafe für alle meine Schandtaten. Na gut, also ich liebe ihn heiß und innig. Ja, das ist aber eine Gefahr. Und also meine Enkelkinder, natürlich ist das jüdisch-israelische Thema, obwohl die nicht in Israel leben, ein ganz präsentes Thema. Mein 11-jähriger Enkel wurde vor 4-5 Wochen, also nach dem 7. Oktober, als Zitat Judentyp bezeichnet, auf einem Gymnasium Berlin, nicht Marzahn, sondern Reinickendorf. Und meine eine Enkelin geht aufs Canisius-Kolleg, also gute katholische Schule, und war vorher auf einer katholischen Grundschule und da sprach sie mit ihrer Klassenkameradin und sagt, mein Großvater ist jüdisch, also kam irgendwie darauf und da sagte, nennen wir ihn Hans, nicht Ahmed oder irgendwie, sagt, alle Juden stinken. Holla. Das gibt's ja noch. Ja, gibt's, ja. Also kurzum, es ist im Alltag präsent und das war lange vor dem 7. Oktober 23. Und meine nichtjüdische, weil meine Frau nicht Jüdin ist, ja, meine Frau ist Protestantin. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich hab mich vorhin nicht getraut einzuwenden. Jetzt sind wir schon so entkrampft, meine Lieben, dass ihr mich hier, ich will es meiner Frau beichten. Wollen wir hoffen, dass sie sich nicht aufgeschaltet hat. Es gibt hier im Saal Leute, die meine Frau auch gut kennen. Also ich werde jetzt nachher beichten und sie wird mir Absolution erteilen, kann ich Ihnen versichern. Ich habe jetzt die nächste Generation schon bedacht. So. Also kurzum, unsere Kinder sind eben daher nicht jüdisch und trotzdem sind sie, da sind wir wieder Teil in der Fremdengemeinschaft. Genau, Schicksalsgemeinschaft sind, meine Frau heißt auch Wolfsohn, ist also auch in dieser Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Ja, aber das ist nicht neu. Das ist aber nach dem 7. Oktober natürlich noch ungemütlicher geworden. Ich schließe da nochmal an. Mir hat gerade einer fast verzweifelt die Frage, das ist die kürzeste Frage, die ich bekommen habe, zugerufen. 3000 Jahre Verfolgung. Warum? Ich möchte die so ungekürzt, das ist schon sehr kurz, weitergeben, aber ich möchte die ergänzen, um natürlich die Frage, ist denn das Label 3000 Jahre Verfolgung hinreichend differenziert oder waren nicht die Muster doch so unterschiedlich, dass man das eigentlich so aufweichen müsste oder ausdifferenzieren? Leider nein. Und wenn Sie aber das differenzieren, es gab immer so Kurven, nicht wahr? Es ging nicht so, sondern es ging immer so. Aber dieses so, mal längere Wellen, mal kürzere Wellen gab es immer im Laufe der 3000 Jahre. Und jetzt verweise ich wirklich, weil ich ja staccato antworten soll, auf die andere jüdische Weltgeschichte. Es hat mir auch nicht gefallen. Ich dachte, das ist die jüdische Wahrnehmung. Ich habe vorhin die Pesach-Haggadah zitiert. Na klar kann man sehr schnell dann die großen Judenverfolgungen additiv ins Gedächtnis zurückrufen, wenn man noch eine oberflächlich jüdische Geschichte kennt, aber es ist beklemmend. Und die Gründe habe ich also A allgemein und B dann für Land für Land versucht darzustellen. Also wenn Sie das wirklich interessiert, in der Differenzierung zum einen und in der Pauschalisierung zum anderen, also Bilanzierung zum anderen, verweise ich auf das Buch. Dann zurück zur Ausgangsfrage, warum? Warum? Auch da, ja. Warum? Weil die jüdische Gemeinschaft, aus welchen Gründen auch immer, anders gelebt hat als die sie umgebenden.
Und da müsste ich auch wieder lange ausholen. Das Judentum ist ja gar keine jüdische Erfindung oder keine Erfindung dieser Gemeinschaft der Juden, sondern es ist eine Variante des Echnaton-Glaubens, welcher im 15. vorchristlichen Jahrhundert in Ägypten eingeführt worden ist, also lange, lange zurück. Und das ist eine Variante und das finden Sie auch im Alten Testament ganz offen benannt, denn die Josefsgeschichte heißt jetzt übersetzt in den historischen Klartext, wir als die Schreibenden der jüdischen Geschichte, der jüdischen Heilsgeschichte sagen ganz offen, dass unsere Wurzeln eigentlich nach Ägypten zurückführen. Moses ist auch kein jüdischer Name, sondern ein altägyptischer Name. Und dann gibt es natürlich die mesopotamischen Traditionen. Aber immer entwickelte sich dann das Judentum in einer Eigenständigkeit und das ist also der eine Grund. Und Eigenständigkeit in einer Mehrheit, und das kleine Völkchen war immer eine Minderheit, das ist anstößig. Es ist recht anstößig, wenn die aufgrund der Bildungstradition eine breite Volksbildung haben, aufgrund breiter Volksbildung auch relativ breiten Wohlstand, weil hier Wissen und Wirtschaft tatsächlich eine Verbindung eingehen, also mehr Wohlstand durch mehr Wissen und in einer Wissensgesellschaft, und das ist seit über 2000 Jahren die jüdische Gemeinschaft, hat sich das ausentwickelt. Und dann natürlich durch die Gründung von anderen religiösen Gemeinschaften, die ihrerseits eine andere Lebens- und Glaubensform praktiziert haben und sich polemisch abgrenzen mussten, um ihre Eigenständigkeit zu rechtfertigen. Das gilt zunächst einmal in Bezug aufs Christentum, auch in seiner Entwicklung erst stufenweise, denn die frühen Evangelien sind relativ unpolemisch gegenüber dem Judentum. Es wird polemisch mit dem Johannesevangelium. Das ist auch das Jüngste. Und zwar das Jüngste, weil in dieser Zeit um plus minus 100 unserer Zeitrechnung die Abgrenzung sozusagen mehrheitlich erwünscht war und in diese Richtung gegangen ist. Und dann mit dem Entstehen des Islam genau das Gleiche. Der Islam grenzt sich ab, immer mehr polemisch, von sowohl Christentum als auch Judentum. Und das entwickelt dann seine eigene Dynamik mit dem Neidfaktor, mit dem Wissensfaktor, mit dem Wohlstandsfaktor zusammen, gibt es eine hochexplosive Mischung. Aber das ist jetzt wohlgemerkt sehr pauschalisierend. Also so, dass ich als Wissenschaftler geradezu mich steinigen muss, dass ich das so pauschalisierend vortrage. Frau Dr. Schilling. Ja, das auch eine Frage, ging so fast in eine ähnliche Richtung. Die andere jüdische Weltgeschichte von Michael Wolfson, darin wird gezeigt, dass sich ein fatales Muster seit 2000 Jahren wiederholt. Kann man gar nichts daraus für die Zukunft lernen? Doch, es wird so weitergehen. Ja. Und die Flucht aus dem Judentum ist dann noch kaum möglich. Es sei denn, man geht vollkommen auf und unter in einer nicht-jüdischen Welt, was auch kein Untergang ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Also ich würde es natürlich persönlich sehr bedauern, aber die jüdische Kultur ist ein Teil der Weltkultur und auch mit weltkulturellen Höchstleistungen. Aber von allen Kulturen, Staaten, Religionen gab es Aufstieg und Niedergang. Die antike polytheistische Welt war auch nicht nur machtpolitisch, sondern auch religionspolitisch Weltmacht. Und für wen gilt noch die polytheistische Religion der alten Griechen oder der alten Römer? Da können Sie zu Recht sagen, manches ist dann übernommen worden vom Christentum. Da haben wir also alle verschiedensten Beispiele davon, richtig. Aber dann ist es eine Mischung. Aber auch Religionen gehen unter und Kulturen. Aber die Beharrungskräfte der jüdischen Gemeinschaft, sagen wir mal, ob biologisch, Anführung völkisch, schreckliches Wort, aber im biologischen Sinne oder im ideologisch-religiösen Sinne oder im Sinne der Fremdbestimmung, wird es weitergehen? Ich fürchte ja. Aber zugleich, und das ist auch ein Kapitel in der anderen jüdischen Weltgeschichte, die Judenverfolgung, was ganz schrecklich ist, was ich Ihnen jetzt sage, ist einerseits Fluch der jüdischen Geschichte
und andererseits Segen der jüdischen Geschichte, weil durch die Feindschaft von außen die jüdische Gemeinschaft nach innen stärker geworden ist. Und das aktuellste Beispiel haben Sie, Israel seit dem 7. Oktober 2023. Je länger dieser Prozess fortläuft, desto differenzierter wird er wirklich. Das heißt also auch, die innerisraelischen Spannungen werden wiederkommen. Und je stärker dann der Druck von außen wiederkommt, und damit ist zu rechnen, Stichwort Iran beispielsweise, Stichwort der Druck dessen, was internationale Gemeinschaft heißt, wenngleich das keine Gemeinschaft ist, aber zum Beispiel Zwei-Staaten-Lösung, gegen die sich nicht nur die israelische Koalition unter Netanyahu, der ja gar nicht mehr der starke Mann ist, die Koalition ist inzwischen längst eine andere, nämlich mit der Opposition, vorherigen Opposition, die dabei ist. Also kurzum, das wird sich wieder ausdifferenzieren. Und dann kommen wieder die innerjüdischen Spannungen, von denen Sie heute auch an meinen Äußerungen einiges gemerkt haben, wo ich nur Herrn Budde sozusagen hier als Punching Ball genommen habe, gemeinerweise, als unfreundlich. Völlig in Ordnung, kann ich mit umgehen. Ja, das fand ich jetzt ganz gut, dass es immerhin noch eine Wendung genommen hat. Also ich habe jetzt überlegt, wo kann ich da einen Schluss machen? Das kann ja nicht so stehen bleiben. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diese Kapitelüberschrift Fluch und Segen des Antisemitismus bleibt ja mir als Leser im Hals. Also das ist schon starker Tobak. Wir sind damit am Ende des Abends angekommen. Also erstmal tausend Dank für diesen eindrücklichen, erhellenden. Eindrücklichen, erhellenden und ich wollte auch sagen, vergnüglichen Abend. Ich fand es ganz großartig, Sie so erleben zu dürfen, auch in so einer unverkrampften Offenheit, auch Persönliches haben Sie von sich preisgegeben, das ist ganz stark und alles andere als selbstverständlich. Dann bleibt mir nur Ihnen, lieber Herr Hahn, danke zu sagen für diese Kooperation und das gemeinsame Durchstehen dieses Abends mit einem sehr, sehr quirligen Gast, den wir heute Abend hatten. Ihnen allen zu danken dafür, dass Sie hergekommen sind oder sich aufgeschaltet haben oder vielleicht auch demnächst das Video anschauen. Und natürlich vor allen Dingen noch einmal Ihnen, lieber Herr Wolfson, dass Sie sich dem ausgesetzt haben, dass Sie gepuncht haben, Punching Ball Budde, aber auch einfach für dieses respektvolle und trotzdem auch heitere Miteinander. Ganz großartiges Erlebnis. Vielen Dank. Ich danke.